Hey zusammen, bevor das Video diese Woche losgeht, wollte ich euch eigentlich nur sagen, auf unserem Instagram-Kanal gibt es diese Tissot Pierre X als Sommeruhr zu gewinnen. Leichtes Gewinnspiel, paar Bedingungen, uns folgen, liken, zwei Freunde kommentieren oder in der Story teilen. Und dann habt ihr die Chance, dass quasi diese Uhr gewonnen werden kann. Die verschickt man dann gratis. Wenn es ein Kunde aus der Nähe wäre, zufällig, könnte man sie auch so ausliefern, könnte sich treffen. Wenn nicht, wird die natürlich per Wertungspaar zugeschickt. Schöne, unkomplizierte Sommeruhr und jetzt geht's auch schon rein ins Video. Somit begrüße ich euch mal wieder zu einem Video, hier Vlog aus unserem Leben so ein bisschen. Und diese Woche ist echt eine verrückte Woche. Sogar so verrückt, dass das YouTube-Video fast ausgefallen wäre, weil wir irgendwie keine Zeit haben, was zu drehen. Deswegen habe ich mir jetzt einfach spontan überlegt, ich nehme euch bei dem mit, was sowieso passiert, also was ich sowieso abarbeite. Das heißt, ihr habt heute viel Einkaufsthemen dann auch in dem Video, werdet viele Uhren sehen und ich glaube, das macht euch ja auch Freude und wir haben somit nicht irgendwie noch extra Aufwand, die wir reinstecken müssen, weil in dieser Branche sind Feiertage so gefühlt der Tod. Feiertage sind immer langsamer, es ist immer schwierig mit Werttransporten hin und her, alles verzögert sich und dann nach den Feiertagen kommt alles auf einen Schlag an. Das ist auch heute der Fall, wir kriegen jetzt super viele Pakete von Ankäufen. Die Uhren werde ich euch auch zeigen, die werden wir gemeinsam auspacken. Natürlich hat man dann auch noch Kundentermine, weil die Leute haben über die Feiertage auch Zeit, sich Uhren anzugucken, auf der Website Termine zu machen etc. pp. Das heißt, neben den vielen Paketen habe ich heute noch einen Termin. Ich hatte gestern noch einen spontanen Termin. Ich habe nämlich einer meiner derzeitigen Lieblingsuhren im Portfolio verkauft, die Zenith Daytona, die wir da hatten, an einen guten Stammkunden. Vielen Dank hier quasi wieder auch fürs Vertrauen. Und der gute Mann hat 3 Uhren in Zahlung gegeben und mit denen starten wir jetzt quasi auch direkt mal. Starten mit der Uhr hier. Die hatte der Kunde bei uns gekauft vor ein halbes Jahr oder so. Und hat sich jetzt entschieden, für die Daytona muss die Panerai gehen. Das ist eine Marina. Der hatte damals extra noch ein Band dazu gekauft in diesem Grün, was der Uhr meiner Meinung nach super gut steht. Was man einfach mal zeigen kann in diesem Zuge ist, dass die ja quasi dieses Schnellwechselsystem auch dabei haben vom Panerai selber. Wie man hier sieht, am Bandanstoß selber ist sozusagen das Schnellwechselsystem verbaut, was natürlich super cool ist, Schnellwechselsystem am Rubberstrap. Ich finde auch, das Grün steht ihr mega gut. Die Uhr kommt dann mit 2 oder 3 Straps. Ich glaube, dann liegt noch einer. 2 Straps sollen es auf jeden Fall sein, weil das hat er dazu gekauft. Seht ihr dann auf der Website, wenn die Uhr online kommt. Und auf jeden Fall eine super, super, super coole Sommeruhr in meinen Augen. Vom Handgelenksumfang will ich euch das Ganze auch mal kurz vorführen. Und sieht auf jeden Fall auch auf meinem Handgelenk super vernünftig aus. Die Uhr kam wieder zu uns zurück mit einem neuen Strap. Neben der Uhr kamen aber noch 2 andere Uhren. Und zwar hat man auch schon länger nicht mehr da. Eine Starbucks MK2 kommt rein. Ich halte hier nur wieder die Seriennummer zu. Will meiner Cutterin nicht so viel Aufwand beim Zensieren machen, wenn ich schon so kurzfristig hier den Content liefere. Auf jeden Fall eine MK2 Starbucks in echt super gutem Zustand. Er war, soweit ich das weiß, sogar Erstkäufer. Sollte also eine deutsche Auslieferung sein, aber ich habe keine Rechnung dazu. Und das heißt, ihr wisst, wenn wir sowas nicht nachweisen können, verkaufen wir es auch nicht als deutsche Uhr oder so. War auf jeden Fall super gepflegte Uhr, super schöne Uhr. Schöne, scharfe Kanten. Bleibt komplett untouched, die Uhr. Das heißt, wer hier Bock hat, die sollte bis zum Video auch auf der Website sein. Die MK2 Lünetten sind, ja, habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, ein Ticken beliebter als die MK1 Lünetten, wobei wir die MK1 auch gut verkaufen. Also wahrscheinlich ist es eine Geschmackssache. Muss man schon sehr uhrenaffin sein, um eben auch den Farbunterschied zu sehen. Vielleicht für alle, die nicht so tief drin sind. MK1, MK2 bedeutet, dass die Submariner irgendwann ein kleines Facelift bekommen hat. Und das war eben in dem Fall bei der Kermit die Farbe der Lünette. Die MK2 Lünette hat einen leicht anderen Grünton als die MK1 Lünette. Das ist auch immer wichtig zu erwähnen. Und die werden ein bisschen anders gehandelt. Und Uhr Nummer 3 im Bunde, man sieht es hier sofort auch unter dem Lünettenschutz. Wieder eine Panerai, ganz klassische Form, diesmal aber eine Black Seal Logo, also wirklich auch ein bisschen größer als die andere, die reinkam. Die wäre für mein Handgelenk, für meinen Geschmack persönlich nichts. Ich weiß, Leute, die mögen es dann auch größer, aber ich bin halt einfach der Vintage Guy. Auch in einem super geilen Zustand, natürlich auch mit Boxpapieren. So, das ist dann die Uhr. Wie gesagt, für meinen persönlichen Geschmack, wenn ich es jetzt auch so nochmal mache, ein Ticken
zu groß. Ist aber persönlicher Geschmack. Klassische Panerai-Dornschließe dann unten am Arm natürlich. Also unverkennbares Design und Panerais sind einfach unglaublich gute Sommeruhren. Der Sommer kommt jetzt wieder, die Urlaube kommen wieder, unkompliziert. Man hat sehr viel Variation auch mit den Straps. Deswegen kaufe ich gerade auch wieder gern die PAMs an, beziehungsweise nehme sie gerne in Zahlung. Wenn dann sozusagen auch so eine Daytona dafür geht, dann freut mich das natürlich mega, vor allem wenn ich die Kunden kenne und wenn ich dann auch weiß, in welche Hände die Uhr kommt, dann macht es auf jeden Fall mega viel Freude. Und bei mir geht es jetzt weiter, bisschen Ankaufs-E-Mails, Labels, alles drum und dran. Digital gesehen habe ich noch 2-3 Uhren gekauft, die auch sich heute noch auf dem Weg zu uns machen. Die habe ich, wie gesagt, noch nicht mal da. Seht ihr wahrscheinlich in Zukunft mal auf der Website. Das ist einmal eine schöne Calatrava von Patek mit Papieren aus 91. Mega geile Uhr, hat man auch schon länger nicht mehr da, sind auch sehr gefragt, weil man kriegt halt um den 10.000 Euro Bereich rum, vielleicht sogar einen Ticken günstiger. Eine unglaublich schöne Calatrava Classy Dress Watch. Und dann habe ich noch eine Seedweller gekauft, 16.600. In einem unglaublich geisteskrank geilen Zustand. Ich habe die auch echt teuer gekauft, aber die ist mega crisp. Ist natürlich auch immer eine kleine Überraschung, was dann ankommt, aber hier noch ein Stretch-Bild extrem, auch super interessant für euch zu sehen. Die ist wirklich fürs Alter brutal, brutal, brutal gut. Und jetzt kommt noch der Punkt, warum ich so viel Geld gezahlt habe. Jetzt muss ich ein bisschen die Seriennummer wegmachen, weil man die sieht. Das ist eine A-Serie, LC100, Swiss-Only-Blatt, also ich weiß nicht, ob es noch recht viel mehr Sammler-Aspekte gibt, die so eine Uhr interessant machen, in einem supergeilen Set. Die machen sich heute auf den Weg zu uns, sollen dann morgen oder übermorgen eintreffen, kommen dann die Tage auf die Website, also auch super, super geil. Und so wird halt gekauft, digital und vor Ort. Und ich zeige euch nachher, was ich noch gekauft habe, weil das kommt in den Paketen an, das sind halt einige. Und dann seht ihr da auch, was so abgeht. So, und jetzt geht's weiter mit dem Kundentermin. Der Kunde hat gerade schon geparkt, deswegen kann ich es euch nur ganz schnell zeigen. Es geht um eine Zahlungnahme für diese wunderschöne Jopar Alpine Eagle. Hier im blauen Blatt. Kannst du ganz gut erkennen. Der Kunde sollte jede Sekunde klingeln und dann müsst ihr mir die Daumen drücken, dass jetzt auch alles klappt. So, und der Jopar-Termin ist vorbei, eigentlich schon lange vorbei, aber bei uns geht es richtig rund. Wie gesagt, ich kann euch jetzt auch gar nicht mitnehmen zum Auspacken. Ich habe aber alle Uhren, die ich ausgepackt habe, da, um euch die mal noch kurz zu zeigen. Es ist unglaublich, ich habe die Uhren gerade vorbereitet fürs Video, wie viel Volumen wir teilweise an so einem Tag auch zu bewältigen haben an Uhren, die reinkommen. Und da stecken auch überall Kunden dahinter, die entweder was raushaben wollen, was draufzahlen, in Zahlung geben, reinverkaufen. Kurz zum Jopar-Team. Der Kunde war mega happy, hat gesagt, er war einer unserer ersten Zuschauer auf YouTube. Also ich hoffe auch, wenn du dieses Video siehst, vielen Dank fürs Vertrauen, vielen Dank, dass du 4 Stunden aus Chemnitz zu uns gefahren bist nach Niederbayern. Das ist echt krass. Er hatte so ein Grinsen auf dem Gesicht. Ich glaube, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Frau war dabei, die war auch happy und genauso muss es sein. In Zahlung bekommen für die Jopar haben wir diese Chronomat von Breitling mit silbernem Blatt, dem sehr speziellen Rollo-Band. Super schöner Zustand, eine ganz leichte Poli hier an der Seite, werden wir vermutlich noch machen. Sieht man das hier auf dem Video? Ja, man sieht so ein bisschen als Fleck. Ist wirklich gar nichts Schlimmes, Uhr wurde wirklich gut gepflegt, gut getragen. Aber so für den nächsten Besitzer, glaube ich, ist es einfach schön, wenn sie so nah wie möglich am Neuzustand ist. Das heißt, die kam rein, Deal hat geklappt, Kunde war happy. Dann kurz 2 Uhren, die nicht heute reingekommen sind, die ich aber euch nicht vorenthalten wollte. Die sind nämlich vor 2-3 Tagen reingekommen und eine davon ist schon wieder verkauft. Verkauft ist diese AP Royal Oak Vintage 36 mm. Ich hatte die bei mir bei pato.goldluxury in der Instagram-Story drin, weil ich sie so cool fand. Und eine meiner Lieblingskundinnen, oder naja, eigentlich meine Lieblingskundin, lokale Kundin bei uns auch, hat zugeschlagen. Mega cool. Die Uhr geht heute noch raus und wird, also heute ist Mittwoch und Donnerstag wird sie dann ausgeliefert. Hoffen also, dass sie sehr happy ist mit der Uhr. In meinen Augen eine super gute Wahl, weil der Zustand ist wirklich brutal für eine Vintage-AP. Man sieht es auch hier am Band, das muss ich euch fast noch zeigen. Wirklich kaum Spiel, super tightes Band. Mega, mega cool. Freut mich auch sehr, dass die Uhr sozusagen dann in der Region bleibt, in der ich die Uhr auch im Auge habe oder auch mitbekommen würde. Wenn sie verkauft wird, sprich, wahrscheinlich wird sie dann wieder bei uns zurückgehen und wieder bei uns reinkommen. Das sind immer super schöne Pieces, wenn eben so Vintage-Uhren
reinkommen, aber halt auch natürlich rausgehen, weil Preis-Leistung ist natürlich mega gut. Und dann noch eine Uhr, die hatte ich im Watcher Gazi Stream gestern schon mal kurz gezeigt, kam vor 2-3 Tagen an. Die wird morgen, also Donnerstag, vermutlich online gehen. Und zwar eine Datejust 16018 mit Onyxblatt. Onyxblatt komplett ohne Cracks, komplett ohne irgendwas, also wirklich flawless Zustand. Verlinkt auf ca. 18,5 cm, also ich kann sie perfekt tragen. Die kam jetzt auch frisch rein, wurde jetzt ausführlichst geprüft und jetzt ist sie eben bereit zum Shooten und dass sie online geht. Und jetzt kurz zu dem, was heute gekommen ist. Und da, wie gesagt, ist es echt immer wieder faszinierend, was wir mittlerweile in Volumen machen. Ich verstehe das manchmal selber nicht. Ich versuche nur, dass ich so schnell wie möglich an Kunden antworte und dass wir ankaufen. Und heute ist tatsächlich ein bisschen exotischer, von dem her glaube ich auch super interessant, um euch zu zeigen. Wir starten nämlich mit einem Zweier-Set, Frauen- und Männergröße, und zwar Reverso, His and Hers sozusagen. Beide Monophase, die Männerversion hat noch eine kleine Sekunde, beide Handaufzug, mega coole Uhren. Wir werden die natürlich einzeln verkaufen. Wäre natürlich trotzdem witzig, wenn sich Mann und Frau diese Uhr kaufen würden. Zustand traumhaft, die eine kommt mit Boxpapiere, die andere nur mit Papiere. Reversos sind sehr beliebt bei uns im Shop. Dann geht's weiter mit einer Uhr, die hat mich heute beim Auspacken ein bisschen überrascht tatsächlich. Ich wusste nicht, dass sie so groß ist. Ich habe eine Hahnhart in Zahlung genommen, tatsächlich eine Premiere. Es ist hier noch die Folie drüber, wie ihr sehen könnt. Die Uhr ist relativ groß, also überraschend groß. Die kam gerade aus dem Check, ich habe mich noch nicht damit befasst. Ist es sogar neu umgetragen, kommt im vollen Set. Also auch eine super interessante Uhr. Und ich weiß, Hahnhart gerade bei, sage ich mal, Racing-Liebhaber natürlich auch super beliebt. Dann geht es weiter. Auch eine Marke, die haben wir zum zweiten oder dritten Mal da. Habe ich auch in Zahlung genommen vom gleichen Kunden. Nagelneu, eine Frédéric Constant. Kommt in einer Aufmachung mit einer riesen Box, das war irgendeine Special Edition für eine Healy Rally oder so ist es. Ich bin da nicht so tief drin, ist auf jeden Fall in der Box noch ein Modellauto dabei, was super krass ist. Und die Uhr hat mich positiv geflasht, weil ich finde, Leute wissen ja, wie sehr ich Patek liebe, sie sieht so ein bisschen aus wie eine Patek Dresser, Patek Calatrava. Die erinnert mich auch ein bisschen von der Art und Weise her an die 5035 vom Gehäuse, wie das Gehäuse geformt ist und die Hörner sich quasi ziehen und so. Der Strap wäre persönlich gesehen nicht so meins, ist aber natürlich wichtig, dass man das bei so einer Special Edition mit dabei hat. Ich würde sie vermutlich auf einen anderen Strap hauen. Super, 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 super schöne Uhr und preislich natürlich auch super interessant. Dann geht's weiter. Eine Tudor CNU habe ich mal wieder gekauft. Ist auch ganz witzig. Irgendwie haben wir die nie und wenn wir dann welche haben, dann kommen die immer 2-3 Stück auf einmal. Also ich glaube, das ist jetzt die dritte, die ich angekauft habe. Kam aber im Set mit einer anderen Uhr, die ich euch auch gleich zeige. Die CNU geht auf jeden Fall immer. Gute Sommeruhr, macht auch Spaß. Die Uhr habe ich gekauft gemeinsam mit einer Uhr, die hat man schon ewig nicht mehr da. Und zwar die Tag Heuer Tourbillon. Ihr seht, ich glaube, einer der preisgünstigsten Tourbillons, die es so gibt auf dem Markt. Die Uhr bewegt sich im 10.000 Euro Bereich. Zustand traumhaft. Hohe Aufbauhöhe, also man muss schon ein gewisses Handgelenk dafür haben. Aber wenn jemand sagt, hey, ich habe Bock auf einen Tourbillon, mir gefällt die Optik, mir gefällt es, wenn sich da am Zifferblatt quasi immer etwas bewegt. Die wollte ich haben, die hat man in unserer Anfangszeit mal. Das ist die teuerste Uhr, die wir je gehandelt haben. Also wirklich, als wir gestartet haben, die waren den ersten 20, 30 Uhren dabei. Keiner wollte irgendwie ankaufen. Ich fand sie super geil, dachte mir, die Preis-Leistung stimmt. Und wir haben sie damals dann auch, sag ich mal, sehr erfolgreich verkauft. Mittlerweile ist der 10.000 Euro Bereich natürlich nicht mehr der teuerste Bereich, in dem wir Uhren verkaufen, aber es ist eine wunderschöne Erinnerung, wenn man dann solche Uhren auch wieder sieht. Dann auch eine Uhr hat man noch nie da, irgendwie auch faszinierend, eine Meistersinger Einzeigeruhr. Das ist halt eine Spielerei, ich glaube für Uhrenenthusiasten, man liegt hier nicht mal vierstellig vom Preis, sondern dreistellig. Super interessant, das Konzept dahinter eben mit Konzentration aufs Wesentliche, nur ein Zeiger, Leben im Moment, ist sehr interessant, was Meister Singer da macht. Das heißt, wenn jemand noch was Besonderes sucht, ich glaube, einen Einzeiger haben die wenigsten in der Sammlung, ist das vielleicht auch was, was man noch haben kann. Ich habe heute auch noch eine Certina angekauft, also hat man noch nie da, aber es war eine Zahlungnahme für eine andere Uhr. Also irgendwie die Leute stellen gerade so ein bisschen ihre Sammlungen um und stoßen das ab, was wenig Tragezeit bekommt. Und man sieht halt auch, sie hat super wenig Tragezeit bekommen. Zustand ist echt super nice. Ist halt auch eine schöne Diver-Uhr für den Sommer auf Milanese-Band. NATO-Band ist noch dabei. Liegt, glaube ich, weiß gar nicht, die wird im Shop bei 700, 800 Euro vielleicht liegen. Also eine unkomplizierte Diver, die auch nicht allzu teuer ist.
Und deswegen hat es auch Sinn gemacht, dass wir die in Zahlung nehmen und der Kunde nimmt von uns dafür eine Breitling, also levelt so ein bisschen hoch von Certina weg. Ich weiß, ihr habt mehrere Uhren, aber gibt eine Certina rein, legt ein bisschen was drauf. Hier einfach nochmal der Blick, was kam rein. Wie gesagt, die zwei kamen nicht heute rein, die kommen jetzt online, die ist schon verkauft. Das sind jetzt quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Uhren, die wir jetzt alleine heute abgewickelt haben vor Ort. Natürlich habe ich heute auch E-Mails so wieder ein bisschen was angekauft, aber das war das Volumen, was wir heute gemacht haben. Heute waren es einfach auch kleinere, billigere Uhren zum Teil und exotischere Uhren, aber dafür sind wir auch bekannt, dass wir auch gerne mal was machen, was andere Händler nicht so gerne ankaufen, dass die Inzahlungnahme einfach, sage ich mal, unkomplizierter ist und ihr die Chance habt, jetzt nicht irgendwie, wenn ihr drei Uhren habt, zu drei Händlern laufen zu müssen und mega viel Aufwand habt, sondern dass wir das annehmen. Da sind wir auch sehr stolz drauf und da haben wir wiederum dann halt auch die Kunden, die sagen, hey, so eine Meistersinger-Einzeiger für, weiß ich nicht, 800-900 Euro oder so, ist was Interessantes, eine interessante Ergänzung für die Sammlung. Ja, dann seid ihr bei uns da auf jeden Fall richtig. Dieses Mal wird es leider nicht länger vom Video und ich kann nicht mehr zeigen, wir haben die restliche Woche noch super Stress, positiven Stress. Stress muss ja nicht immer negativ sein, aber wir wollen natürlich gucken, dass von euch keiner warten muss. Wir wollen gucken, dass ihr alle happy seid, dass die Ankaufsanfragen schnell abgearbeitet werden, dass die Zahlungen schnell rausgehen, dass die Inzahlungnahmen eure Uhren quasi auch schnellstmöglich rausgehen. Und genau deswegen machen wir jetzt weiter. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und ihr könnt es uns hoch anrechnen, dass wir es nicht ausfallen haben lassen. Wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag wieder genau hier. Checkt auf Instagram vorbei, macht beim Gewinnspiel mit. Wie gesagt, habt ihr nichts zu verlieren und so eine PRX für den Sommer ist auch ganz cool. Und genau, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir hören uns wieder, wenn wir euch mitnehmen in unseren Alltag als Luxusuhrenhändler.